In Edewecht hat auch eine besondere Mannschaft am Mittwoch das Training wieder aufgenommen. Das inklusive Fußballteam Handicap. Auch wenn es in diesem Jahr keine Turniere mehr geben wird, der Spaß am Fußball ist noch da. Inklusion ist ein Thema, das im Bereich Sport seit Jahren diskutiert wird. Die Fußballabteilung des VfL Edewecht hat dazu ein Vorzeigeprojekt entwickelt. Das sogenannte Inklusionsprojekt Handicap 2020 bietet für jeden ab 14 Jahren die Möglichkeit, Fußball mit Wettbewerbscharakter zu spielen. Dass der Spaß im Vordergrund steht, ist klar. Worum es genau geht, weiß Pressesprecher Andreas Hinrichs. Ja, das ist das Inklusionsprojekt 2020 Handicap und das gehört dem VfL Edewecht, die Inklusionsmannschaft. Wir sind gegründet worden 2012 mit der Kooperation mit der Astra-Jüngere-Schule und wir haben auch eine Kooperation mit der KPS hier im Ammerland. Und es steckt einfach drin, dass wir auch Flüchtlinge bei uns in der Mannschaft haben. Und bei uns kann jeder mitmachen ab 14 Jahren. Das ist aufwärts, Alter ist unbegrenzt. Es steckt einfach dahinter, dass wir auch Menschen haben mit Handicaps. Und wir sind eigentlich eine reine Fußballmannschaft. Wir spielen auch aus Freude, aus Spaß. Wir nehmen auch öfters auch an Turnieren teil, so wie in Achim und auch in Hamburg haben wir mal mitgemacht. Und da steckt eigentlich so dieses System auch hinter. Das ist ein Vorzeigeprojekt eigentlich für so eine Mannschaft. Und wir sind die einzige Mannschaft, die es hier in der Nähe auch gibt, die sowas anbieten kann. Hinter so einem Projekt steckt also mehr Arbeit, als man vielleicht annimmt. Ohne Sponsoren und Kooperationspartner wäre es überhaupt nicht möglich. Unterstützung seitens des Vereins ist also unentbehrlich. Also vom Verein her haben wir eine große Unterstützung bekommen. Also wir sind alle Mitglieder in dieser Mannschaft, bis auf mich. Ich mache das natürlich ehrenamtlich als Pressesprecher. Und ich muss sagen, also da steht der Verein hinter uns. Auch der Trainer, auch der Haupttrainer auch. Helmut Maschinski macht das hervorragend. Ich bin froh, dass ich den habe als Chef. Während der Corona-Zeit war es auch für das Inklusionsteam des VfL Edewecht schwierig, ins Training zu kommen. Umso glücklicher sind Spieler und Betreuer nun, da man wieder auf den Platz kann. Wie der Trainingsalltag zu jetzigen Zeiten aussieht, erklärt Trainer Helmut Maschinski. Ja, wir fangen an bei dem Training mit leichten Lauf- und Gymnastikübungen. Danach machen wir so ein bisschen eher Passübungen, sodass die Spieler auch wieder ein bisschen Kontakt zu dem Ball bekommen. Aber das auch mit dem Laufen zu verbinden, um dann auch noch anschließend ein bisschen Torschussübungen zu machen, sodass das auch das reine Fußballerlebnis da ist ein Tor zu schießen. Und das hier wollen wir natürlich dann auch eben durchführen. Des Weiteren machen wir dann anschließend mit dem von uns erfundenen Corona-Feld eben das Fußballspielen. Und das Corona-Feld, ihr könnt ja auch sehen, ist ja entsprechend aufgebaut, sodass wir vor dem Torwart eine Abwehrreihe haben, dazwischen gegnerischen Sturm, dann die eigene Mittelfeld, das gegnerische Mittelfeld, der eigene Sturm, das gegnerische Abwehr und dann der Torwart, sodass man sagen kann, in jedem Feld ist ein Spieler und der kann sich auf den Ball konzentrieren, kann eben ins übernächste Feld spielen, sodass wir auch das Gefühl für Passspiele haben und dass man aber auch beruhigt einfach den Ball mal annehmen kann und nicht wie im Spiel, wo der harte Zweikampf ist, den wollen wir jetzt erstmal vermeiden, sodass wir das Passspiel üben, aber auch das Fußballspielen, das Torschießen dabei haben. In diesem Jahr wird es kein Turnier mehr geben. Man kann also den Fokus ganz klar auf das Training und den Spaß legen. Nächstes Jahr kann die Mannschaft dann mit frischem Wind wieder angreifen. Ein tolles Projekt des VfL Edewecht, das auch gerne neue Mitglieder aufnimmt. So, man kann uns auch unter der Homepage des VfL Edewecht finden. Da findet man auch die Adresse von meinem Haupttrainer. Man kann auch mich ansprechen als Vertreter dieser Mannschaft. Wir haben auch in der Facebook-Gruppe, das nennt sich Handicap Ammerland 2020, da findet man das auch. Da findet man auch mich persönlich. Mich kann auch gerne persönlich jemand anschreiben, das wäre nicht das Ding. Oder auch unter der E-Mail-Adresse hinrichs45@web.de. Das ist die offizielle E-Mail-Adresse. Als Pressesprecher bin ich bereit, auch gerne Auskunft zu geben. Man darf also gespannt sein, wie sich dieses starke Projekt weiterentwickelt. Inklusion jedenfalls wird beim VfL Edewecht großgeschrieben. Horst Janssen.